Also man hört ganz deutlich hier den EA111. Das ist also das Motörchen, was vom Volkswagen-Konzern bereits die Unterschriften dazu sind 1984 geleistet worden. Und man hat also bei Barkas in Karl-Marx-Stadt eine komplette Motorenproduktionslinie installiert. Und dann, ja, fast kurz bevor das Ende für den Trabant kommt, wird also hier erstmal die Serie des 1.1 begonnen. Also eine sehr unglückliche Situation, wenn man sich das bedenkt. Das sollte ja das Auto der Zukunft für die DDR werden. Und jetzt sitzen wir hier in einem ganz besonderen Modell. Das ist nämlich hier ein 1.1. Wir als allerletzter in Merane, von der Karosserie hergestellt wurde. Also das heißt, hier ist mit Zuhilfenahme der Entwicklungsingenieure von Audi 1991 ein Wagen entwickelt worden, der also komplett im neuen Design ist. Man hat also aus einer normalen Bodengruppe und ein 1.1 Fahrschemel hier ein Fahrzeug gestaltet mit einer Außenhaut, die also ganz anders aussieht als bei dem Tramp-Modell, was wir kennen. Und der 1.1 Tramp, da ist ja auch heute ein ganz beliebtes Stück. Also da kriegen Sie also unterhalb von 40.000 Euro wahrscheinlich gar nichts zu kaufen, wenn noch ein guter Zustand dahinter steht, denn die Stückzahlen waren insgesamt doch sehr wenige. Ja, und wir fahren jetzt mal hier durch Merane hindurch und da wird es ganz interessant, denn das Karosseriewerk Merane, das war hier in ganz viele Werksteile zersplittert. Also ich glaube insgesamt 5 Werksteile sind hier heute noch aufsuchbar und das ist also hier zu einer Jubiläumsfahrt, hier zum 850-jährigen Jubiläum der Stadt, wird also hier diese Trabi-Mitfahrt kreiert. Und hier sehen wir schon diese Film-Icons, da lassen sich also verschiedene Rubriken aufrufen und man kann diese Standorte, die noch zu sehen sind, das sind heute alles Wiesen und irgendwelche Brachflächen, die Gebäude wurden weggerissen, aber wir sehen hier im Film noch diese Teile dann richtig gut und können hier ungefähr nachvollziehen, wie ausgedehnt dieses Karosseriewerk in Merane war. Noch ein bisschen was zur Geschichte der ganzen Karosserieherstellung in der Stadt. Das ist also so, das sind also, ja, vor 160 Jahren ging das los. Also man könnte fast sagen, da hatten die Kutschen manchmal noch nicht mal Räder. So alt ist dieser Karosseriebau und das war damals die Firma Hornig, die also hier produzierte. Und das war für namhafte Fahrzeughersteller dann auch in der Vorkriegszeit, ne, sagen wir bloß mal Adler zum Beispiel oder auch dann im Nachkriegsbereich die sehr schönen Wartburg Coupé Karosserien und so weiter. Also im Luxus- bis Mittelklassenbereich sind also hier Dinge hergestellt worden. So, und da sind wir auch gleich beim ersten Haltepunkt. Und zwar, wenn wir hier sehen, da ist zwischen den Verkehrsschildern, mach's mal ein bisschen größer. Zwischen den Verkehrsschildern ist eine parallel Doppelsäule angeordnet. Und genau bei dieser Doppelsäule, da ist also dann diese Toreinfahrt von der Fabrikhalle. Ja, das ist also der erste Standort und heute sieht das Ganze hier so aus. Und jetzt geht's also weiter mit der Route hier auf dem Karosserie-Rundweg. So, nächster Haltepunkt. Und da schauen wir hier ins Gelände und schauen uns dann mal den Film dazu an. Hier war also eine sehr große zusammenhängende Fläche, die
Gebäudeteile sind aber allesamt hier weggerissen worden. Und man kennt also nur noch hier im Hintergrund ein kleines bisschen an Bausubstanz. Ja, das also ist das, was hier noch zu sehen ist. Und im Vergleich die Bilder aus der Luft, wo man also hier die zusammenhängende Bausubstanz jetzt gut erkennen kann. So sah das also hier einmal aus. Und wir fahren hier dann zum nächsten Standort. Das Ganze heißt also Roter Berg. Da geht also die nächste Stelle dann weiter. Das nächste Fabrikgelände kommt jetzt schon wieder rechter Hand. Das ist also jetzt hier Werk Rothenberg, nennt sich die ganze Fläche. Und da kann man also auch sehen, ist das die Stelle, wo die Bleche eingeworfen worden sind. Na, dazu mal hier dann im Abspiel dieses Video, wie hier die Bodengruppen, die werden aus Zwickau angeliefert, aus dem Werk 1 VEB Sachsenring. Und dann werden die Bodengruppen hier runtergenommen vom Fahrzeug und einfach hier in so einen Kellertrakt. Das ist also der Beginn des Fließbandes, wo dann hier ein großes Rundband dann auch noch danach kommt, wo die Windläufe dann zum Beispiel angepunktet werden. Und das alles hier auf dem Gelände. Man sieht also hier sehr schön, wie groß das einmal hier alles war. Und weiter geht's hier zur Waldenburger Straße, da war also auch ein Werksteil. Und das Spektakuläre an der Waldenburger Straße ist, dass man hier noch sogar das Original Einfahrtor hat, wo tatsächlich das Werk befahren wurde. Und hier haben wir das wunderbare Tor. Das ist also hier noch im Originalzustand, also der Rost, das ist alles sehr ehrlich. Auch die Säulen sind also noch original Meraner Karosseriewerke. Ja, und dazu dann auch noch wieder die Betrachtung in der Vergangenheit. Und da hat man also hier wieder sehr schön zu sehen, wie hat es denn hier einmal ausgesehen und wie kann man sich vorstellen, wenn man heute die Wiese hier dagegen sieht, ja, wie doch die Zeit vergangen ist.